Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Anno 1800. Und wir gehen gleich mal ein bisschen in die Umplanung. So. Dann. So. Und dann, wo kommt das hin? Da. Oder? Nee. Wait, da ich jetzt irgendwo... Doch, nee, so ist richtig. Der Blaupausenmodus ist, by the way, wieder aus. So. Und dann kann das hier weg. Und dieser komplette Abschnitt wird so hier rüber kopiert. Diese Leerfelder sind für die späteren Silos, die verfügbar werden. So, und uns fehlt Arbeiterarbeitskraft. Wir sind auf unserer Hauptinsel unterwegs, das ist gut. So. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Auch ein bisschen traurig, dass unsere Zweitinsel ein bisschen fortschrittlicher ist als unsere Hauptinsel. Uge Mercia, was... Kapitalisten. Mhm. Du bist jetzt Teil von etwas. Abholaufgabe. Geh da raus und tu es. Sei impulsiv. Okay, was machst du? Schadensverlangsamung runter. Koordinaten eingezeichnet. So. Sehr schön. Hier läuft's langsam. Das ist gut. Hierfür brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dann gucken wir währenddessen auf unsere Sekundärinsel. Ab sofort an jeder Straßenecke. Silos. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Errichten Sie ein Silo. Die Frage ist, wie tue ich das? Industrielle Ornamente. Nee. Nice. Die Frage ist, wie tue ich das? Errichten Sie ein Silo. Ist das in der Getreideproduktion? Nee. Oder ist das einfach ein extra Modul, was hier direkt im Baumenü verfügbar ist? Komm, ich klicke mal hier auf die Schweinezucht. Ja, doch, hier ist ein Silo. Verbinden Sie Silo mit einem Lagerhaus. Liefern Sie Getreide zum Silo. Da muss ich jetzt doch mal eben ins Heft schauen. Weil da was zum Thema Silos drin stand. Arbeiter. Okay, Brote sind Grundversorgung, richtig? Ja. Okay. Ist etwas Besonderes. Okay. Ich musste gerade nämlich nachlesen, wie viele Getreidefarmen ich brauche. Bruder! Ich
So, jetzt ist die nächste Frage, wo schmeiße ich die hin? Hier unten sieht es eigentlich gar nicht mal so unpraktisch aus. Faunaugen, welch seltene Schmetterlingsart. So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Ich finde es immer schön, wenn NPCs mich fragen, ob sie sich irgendwo niederlassen dürfen. Eine Siedlung errichtet. Reiche Arbeiter. Erstmal schmeiße ich ein Lagerhaus hier hin. Und dann eine Getreidefarm. Wobei ich die aber hier hinten parke. Und 144 Felder wollen angelegt werden. So, das zweite. Oh, hups. Wow. Bin so selten. Die Gelegenheit ist noch immer günstig. Okay. Admiral auf der Brücke. Ja, den habe ich jetzt abgeliefert. Sind unterwegs. Ach, natürlich werde ich wieder unterbrochen. Flaggschiff erwartet Anweisungen. So, wir machen uns weiter an die Getreidefarm. Das ist das von der ersten, genau, das hier ist die zweite. Eine dritte wollte ich eigentlich direkt daneben setzen, deswegen kommt das nochmal weg. Und hier kommt noch ein Feld rein. Zack. Mhm. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Du kriegst keine 6000 von mir. Meine Güte. Das kannst du dir mal so richtig abschminken. Weißt du, Allianz für Allianz? Okay, aber... nicht, wenn du dafür noch Geld willst. Naja, teuerste. Wo zahle ich denn bitteschön dafür, eine Allianz einzugehen? Ganz ehrlich. Wow, es geht exakt auf hier drin. Sehr schön. Wunderbar. So,
So, einen Bäcker wollen wir haben. Eine Mühle. So. Erstmal das Lagerhaus upgraden. Ein zweites kann ich gleich mal daneben stellen. So, zack. Dann haben wir hier oben noch das Lagerhaus, das hingestellt werden will. Und eine Feuerwache möchte hier auch errichtet sein. Das ruckelt gerade ganz schön auf meinem zweiten Monitor. Was braucht die Kirche? Die braucht ein paar Steine. Weil mir schon wieder Arbeitskraft fehlt. Scheiße. Jetzt fehlen mir Bauern. Oh Gott. Ja, zum Glück habe ich hier noch ein paar Bauernhäuser auf Blaupause, aber das ist gerade ein bisschen ungünstig. So. Ne. Einfach mal ein bisschen rüber kopieren. Ach komm, weißt du was hier? Den Abschnitt nehme ich gleich nochmal hier oben mit rein. Und im Hafenbereich möchte ich Lagerhäuser errichten, weil mir hier die Lager einfach volllaufen. Meistereidepot. Und dann Baumaterial fehlt. Ja, stimmt, weil wir hier keine Ziegelei haben. Oh, weil ich das alles noch nicht ausgebaut habe. So, zack. Dann werden hier auch mal Ziegel produziert. Aufgaben. Achso, der soll zu Archibald. Oh Gott. Gut. Und so verplemper ich meine Aufträge. So, dann kann ich mal gucken, dass ich hier oben vielleicht das Silo errichtet kriege. Blaupausenmodus. Was willst du? 20 Bretter. Ich gucke dann mal wieder in die Statistik rein. Produktion. Wie sieht die Produktion hier aus? Ich produziere weniger Fisch als benötigt. Okay. Also eine Fischzucht müssen wir noch aufmachen. Dann tun wir das mal. Wir würden verstehen, wenn sie sich übernommen hätten. Hä? Kannst du mir nicht Schnauze halten, du dusselige Kuh? Ich arbeite. Also ich platziere das hier so, damit die möglichst in der Nähe der Kirche sind. Das bedeutet uns viel. Damit ich da, ja, nicht so viel Geschiss hatte mit dem Einflussradius der Kirche. Irgendwo muss man ja anfangen. Ja, komm, Gleitschuss. Sollte gehen. Nice. Das ist direkt um die Ecke.
Ah, mir fehlen hier halt immer noch die Bretter. Dann mache ich hier unten gerade weiter. Ich guck mal hier ins Menü rein. Produktion. Okay, auch hier brauche ich noch eine Fischzucht. Was wollt ihr hier schon wieder? Sie helfen uns, oder? Ich würde sie nicht danach fragen, wenn ich nicht wüsste. Ja, ja, ich würde dann nach nicht fragen, alles klar. Gott, meine Güte. 20 Tonnen Bretter. Ja, und es geht so seinen Gang. Deswegen gebe ich mal ein bisschen Gas hier. Deine Einreichung hat mehr. Deine Autonomie ist beeindruckend. Nice. Dann wie viel? Mit dem größten Vergnügen. Ach. Sie haben es in vollen. Holadrio, das. Flaggschiff erwartet Anweisungen. So, hier Geleitschutz. Wunderbar. Damit habe ich jetzt einiges direkt geregelt bekommen. Schönen Tag auch. Getreide. Achtung, der Boss. Silo. Ups. Position 1. Sollte jetzt langsam befüllt werden. Ich habe hier eine Getreideüberproduktion. Fehlende Waren, ja, ich weiß. Gut gemacht. Ja, finde ich auch. Zurechtkommen, so wie früher. 133 Produktion. Das klingt doch nach was. Und ich dachte, du hättest ein Händchen dafür. Ja, habe ich auch. Neue Befehle? Da draußen gibt es Haie. Wunderbar. Ja, manchmal hängt es noch. Das ist so ein bisschen unschön. So, und unser Kontor wird jetzt auch noch aufgewertet. Auch schön. Was brauche ich hier? 25 Tonnen Ziegel. Nicht weniger als uns zusteht. Ihr wollt Brot. Ja, ich habe hier kein Getreide. Das ist halt, ne, ein bisschen ungünstig. Dann schmeißen noch ein paar Bauern hier ins Gehege rein. Was habe ich noch für Aufgaben? Hier den Geleitschutz, 12 Tonnen Wurst und 12 Tonnen Brot. Konsumgüter. Hier habe ich Wurst, da habe ich Brot. Wie sieht es mit der Brotproduktion allgemein aus? Okay, ich habe mehr Produktion als Nachfrage. Das ist schon mal gut. Seife müsste ich dann noch verteilen. Ja, mein Schiff packt es locker. Seife wollen sie haben. Seife, nötiges Übel? Ja, okay. Da.
Ich brauche zwei... Ne, eine Schweinezucht. Nee. Okay, ich brauche zwei Schweinezuchten. Zwei Vasenmeistereien. Und eine Siederei. Dann schmeiße ich hier noch ein Lagerhaus in die Ecke. Brauche ich hierfür Ziegel? Nein. Hierfür brauche ich 5 Ziegel. Also 10 Ziegel. 15 Ziegel. Okay. Darauf warte ich dann erstmal noch, dass ich die Ziegel alle zusammen habe. Damit ich alles auf einmal aufbauen kann. Irgendwas Neues. Nur ein wenig Beachtung. Mehr beim Fluss Zigarrenmanufaktur, Teffmühle und Papiermühle. Ha. Habe ich alles noch nicht. Schade. Wie sieht's mit Segeln aus?